jetzt haben wir alle. Sehr schön. Wir haben alle Farben zusammen, meine lieben Freunde. Dann können wir jetzt nämlich die Felder dafür anlegen. Let's start again. Moin, jetzt zum Erster und zum Ersterinnen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Minecraft Sky. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der letzten Folge habe ich euch ja verraten, was ich hier oben vorhabe auf dieser großen, gigantischen Insel, wo ich mich gerade befinde. Und habe unter anderem hiermit begonnen. Und wer das alles verpasst hat, den kann ich nur empfehlen. Schaut euch auf jeden Fall den letzten Part an. Heute werden wir hier weitermachen. Wir werden nämlich jetzt heute erstmal blaue Orchideensamen herstellen. Und dafür müssen wir jetzt eine Kleinigkeit hier so ein bisschen ändern. Und zwar werden wir jetzt das hier erstmal abbauen müssen. Genau. Und werden da jetzt erstmal wieder Dirt gleich hinknallen. Aber vorher tun wir jetzt erstmal hier die ganzen Sachen so ein bisschen ordentlicher einsortieren, ne? Dass das wieder hier alles schön passt und auch gut aussieht. Oh, zack, das können wir, glaube ich, zusammenpacken, genau. Und dann holen wir uns hier jetzt erstmal, haben wir hier irgendwo Dirt in der Kiste? Hatte ich hier nicht irgendwo ein bisschen Dirt verstaut? Nee, anscheinend nicht. Ja, da müssen wir mal schauen, was ich da am besten mache. Ach, genau, ich hatte den Dirt ja in diese eine Kiste jetzt getan, ne? Okay. Ja, gut, das ist natürlich dumm gelaufen jetzt. Ja, machen wir das so, dann hauen wir jetzt hier den Dirt erstmal hin, damit ich nicht jetzt schon wieder direkt am Anfang der Folge wieder meilenweit laufen muss und den Kram zusammensuche. So, zack, unsere Hack haben wir jetzt hier, genau, dann hauen wir das dahin. So, und wenn wir jetzt blaue Farbe herstellen wollen, dann brauchen wir einmal rot und einmal gelb und das haben wir ja in der letzten Folge gemacht. Müssen wir nur schauen, wo kommt rot hin und gelb. Gelb kommt rechts und rot kommt links. So, zack. Und dann hauen wir das hier dran wieder und dann nehmen wir unser Bone Meal und züchten hier schön hoch. So, zack. Da haben wir jetzt gerade Poppy Seeds leider rausbekommen. Ist natürlich doof. Ich brauche Orchideen. Da sind jetzt gelbe wieder rausgekommen. Sehr gut. Also ihr seht schon, wir kriegen jetzt hier von diesen Samen auch natürlich welche. Aber das ist natürlich kein Problem. So, zack. Davon haben wir mehr als genug von dem Bone Meal. Dann züchten wir einfach weiter in der Hoffnung, dass wir da jetzt natürlich dann auch mal dementsprechend was Besseres jetzt in Kürze erhalten. So, dann können wir den nämlich jetzt wieder dranhauen hier. So, und dann zack. Ja, da haben wir unsere Orchideen. Sehr schön. Guckt euch das mal an. Sehr geil. Da haben wir jetzt schon direkt hier so ein Orchideensamen. So, und dann können wir direkt hier so ein Orchideenfeld uns anfertigen. Denn wir brauchen so oder so richtig viele von diesen Seeds später. Obwohl, es geht eigentlich. Es geht eigentlich. So viele braucht man gar nicht. Ist jetzt die Frage, dann mache ich das besser, glaube ich. Ja, genau. Ich habe eine Idee, wie ich das immer mache. Dann gehe ich hier nämlich hin. Zack. Pflanze den hier. Oh. Pflanze den da an. So, und dann ziehen wir uns das eben schnell hoch. Zack, zack, zack. So, und dann kann ich nämlich jetzt hier auch, genau, hingehen. Und jetzt haben wir zwei Seeds schon mehr gemacht, ne? So, jetzt haben wir hier zwei Stück. Dann tun wir die nochmal direkt duplizieren quasi. Kann man ja so sagen, ne? Man tut die ja quasi duplizieren. So, zack, 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 zack. So, und dann haben wir jetzt schon drei. Das passt ja natürlich, ne? So, dann bauen wir das hier ab. Zack, zack. Schlafen. Ja, ja. Sag, wenn ihr... Oder nee, ich schreib, jo. Ah nee, komm, ich disconnecte, weil bis ich da bin, dauert was. Sagt, wenn ihr liegt. So, dann gehe ich nämlich kurz runter vom Server und dann, wird es nämlich hier gleich hell und dann hört es hier auch auf zu regnen. Dann ist das ein bisschen angenehmer. Ich habe jetzt die ganze Zeit wieder den Shader drin gehabt. Sorry, falls das ein bisschen unerkenntlich alles dann ist. Genau, Poppy Seeds haben wir ja sowieso genügend am Start. Dann können wir die schon mal dahin hauen, ne? So, dann machen wir hier die roten hin. So, okay. Sehr gut. Zack, und dann machen wir hier so, zack. Und dann kommen die hier hin. So, dann gehe ich kurz runter. Zack. Und dann sollte jetzt gleich wieder Tag sein. Ja, sorry, Leute. So, dann warten wir ganz kurz. Alles entsteht aus dem Nichts. Minecraft Sky. Sehr schön. So, und dann würde ich sagen, connecten wir auf dem Server und dann schauen wir mal. Jetzt müsste es ja Tag sein. Ja, sehr schön. So, zack. Na, haben wir blaue rausbekommen. Schade. So, direkt nochmal versuchen hier. Machen wir direkt hin. Ah, wieder blaue bekommen. Zack. Wieder blaue bekommen. Ja, ihr seht schon, ne, das ist halt auch echt mit Glück verbunden. Da haben wir jetzt rote bekommen. Zack, dann hauen wir die dahin. So.
Nochmal wieder blaue bekommen. So, dann hauen wir die wieder hin. Zack. Rote. Auch kein Problem. Wieder blaue. Ah. Will die lilanen haben. Gib mir die lilanen Seeds, bitte. Komm schon. Ich hab's mir verdient. Kevin ist fleißiger Dude hier. Mal wieder rot. Wieder rot. Wieder rot. Blau. Wieder rot. 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 Wieder blaue. Ich kriege die ganze Zeit die falschen. Die will ich aber nicht. Ich brauche viel von dem, was ich nicht brauche. Schon wieder blau. Guck mal, ob ich es noch mal richtig gemacht habe. Kann natürlich sein, dass ich hier irgendwas verschissen habe. Blau, Orchidee, ne? Ja, haben wir hier. So. Und daneben Poppy. Ja, okay. Das ist anscheinend gerade einfach nur eine Pechsituation. So wie es aussieht. Vielleicht sind es auch einfach nur ultra selten, die Seeds, die ich gerade verlange zu bekommen. Ah. Nee, wieder nichts. Ah, da haben wir sie. Zack. Da haben wir unsere lilanen. Sehr schön. So, jetzt haben wir unsere lilanen Seeds. Jetzt als nächstes können wir nämlich diese roten Tulpen-Seeds machen. Und da müssen wir wieder mit Poppy und, ja, den lilanen arbeiten. Dann packen wir die mal direkt hier rein. So, wir kriegen ja sowieso mehr als genug davon immer wieder raus. Von daher können wir die jetzt direkt so machen. So, und dann sortieren wir uns jetzt hier erstmal unsere ganzen Seeds auch ein. Ich werde natürlich diese ganzen Behälter auch am Ende dafür bauen. Das ist, glaube ich, am schlauesten, weil ihr seht schon, die müssten alle identifiziert werden und das ist natürlich eine richtig, richtig nervige Angelegenheit. So, zack, sehr schön. So, dann legen wir mal los. Dann müssen wir wieder hier ein paar Dinger dazwischen machen. Ja, da haben wir wieder lilane. Seht ihr, so schnell geht das. So, wieder lilane. Wieder lilane. Poppy. Wieder lilane. Zack. Ja, da haben wir sie schon. Sehr schön. Haben wir die roten Tulpensamen. Sehr geil. Das ging jetzt natürlich mal ein bisschen schneller. So, dann hauen wir die lilanen dahin. Sehr gut. Okay, jetzt müssen wir als nächstes die orangenen machen. Da brauchen wir weiße und blaue für. Okay, weiße Seeds habe ich, glaube ich, gar nicht bis jetzt. Da muss ich dann gelb und blau für kreuzen. Das machen wir dann mal. Gelb und blau müssen wir uns merken hier. Gelb und blau. Gelbe habe ich sogar noch, ja. Dann haue ich hier diese orangenen mal da rein. So, dann nehmen wir hier so einen blauen. Zack. Machen wir hier den gelben hin. Oh, ja. Ich glaube, ich mache mir gleich mal ein paar von diesen Seed-Storage-Kisten. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Gelb kommt links, blau kommt rechts. Also hier, zack. Und da, zack. So. Dann hauen wir die hier hin. Und hier. Genau, und dann geht's hier los. So, da haben wir wieder einen blauen. Dandelion. Ja, das sind die gelben. Okay. Daisy. Ja, sehr schön. Aber schon weiße. So schnell ging's. Zack. Sehr schön. So, und wenn wir jetzt orange machen wollen, dann müssen wir nur blau und weiß quasi kreuzen. So, dann nehmen wir die weißen, dann kommen die hier hin. Zack. Und dann geht das ganze Spiel wieder los. Mal gucken, wie schnell es diesmal geht. Wieder so viel Glück habe. Nee, blau. Blue, ja. Und wieder blue. Und zack. Und wieder blue. Und zack. Wieder blau. Ah, blau, blau, blau. Blüte Enzyon. So, zack. Neue Runde, neues Glück. Dann legen wir wieder los hier in der wilden Fahrt. Ah, blue. Ah, ah, wieder blue. Weiß. Blau. Ah, wieder weiße. So, zack. Wieder weiße. Ja, das ist eine sehr eintönige Sache. Aber, liebe Leute, wenn wir das durchhaben, und ihr seht ja, das geht ja auch relativ schnell. Kommen wir gut voran hier, ne, was mit den Seeds angeht. Ich meine, gut, da sammelt sich ja auch ein gutes Häufchen an Seeds an jetzt, ne, mittlerweile. Da sollten wir auf jeden Fall gleich mal die Kisten zumindest machen, damit das hier natürlich dann auch einigermaßen standhält. Da wird sich auch Revi drüber freuen, wenn er das sieht, was ich hier alles vorbereite. Ja, da müssen wir jetzt mal eben kurz gucken. Ich muss wieder Bone Meal rausholen, genau. So, zack. Das sollte aber auch reichen noch, das Bone Meal. So. Zack.
Lu. Ich glaube, ich mache das lieber in der Reihenfolge. Ich glaube, das ist immer einfacher. Zack. 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 Ah. Kommt die ganze Zeit das Falsche raus. Aber gut, wir kennen das Spielchen ja mittlerweile, ne? Das ist halt... Ah, Orange Tulpseed. Ja, nice. So, da haben wir auch schon unsere Orangenen. Dann müssen wir jetzt als nächstes noch die weißen Tulpensamen machen und dann die pinken zum Schluss. So, und dafür brauchen wir gelb und weiß. Also Daisy Seeds und gelbe, ne? So, die habe ich hier. Genau, dann müssen wir hier jetzt gelbe gleich reinballern. Dann klappt das auch. So, dann haue ich die orangenen Tulpendinger erstmal hier hin. Da werden wir natürlich dann jetzt gleich dementsprechend auch noch Felder anfertigen, ne? Damit wir die dann dementsprechend auch vermehrt bekommen, die ganzen Sachen. So. Sehr schön. So, und dann kommt hier jetzt ein gelber hin. So. Zack, zack, zack. Genau, und dann geht's los hier. Ja, die wollte ich nicht. So. Dandelion. Und mal nur die gelben raus. Ah, Moment, nochmal abchecken zur Sicherheit. Habe ich ja auch alles richtig, Daisy und ja, genau. Okay. Ja, ich gehe da jetzt immer auf Nummer sicher, bevor ich es verkackt habe und dann investiere ich wieder so viel. Und dann, ja, White Tulip Seeds. So, haben wir die auch? Sehr schön, dann machen wir heute alle Farben fertig in der Folge. Das ist natürlich dann schon echt ein ziemlich großer Fortschritt für mich. Also meiner Meinung nach, da bin ich gut vorangekommen dann in der Folge. So, zack, die kommen dann dahin. So, und jetzt zum Schluss noch die pinken. Da brauchen wir gelb und lila. Okay, da können wir die hier abbauen. Genau. So. Und dann nehmen wir hier uns jetzt mal einen lilanen raus. Sehr schön. So, zack. Und dann hauen wir den nämlich hier dann noch hin schnell. In die Hacke wieder rein. Und dann, zack, nehmen wir hier lila hoch. Und dann geht das ganze Spielchen wieder los hier. Ah, zack. Zack. Ah, zack. Zack. Zack, zack. Ah, ist nur noch eine Frage der Zeit. Der letzte, ja, jetzt haben wir alle. Sehr schön. Wir haben alle Farben zusammen, meine lieben Freunde. Dann können wir jetzt nämlich die Felder dafür anlegen. Das ist natürlich auch wieder eine etwas aufwendigere Aufgabe. Ich muss jetzt gucken, dass ich mir erstmal wahrscheinlich noch eine Hacke mache. Mit der wir dann gleich hier das alles machen können. Oh, zack, zack, zack. Erstmal die ganzen Farben hier jetzt noch einsortieren. Sehr schön. Jetzt haben wir hier alle Setzlinge so gut wie es geht. Finde ich natürlich eine richtig coole Sache, dass wir das alles zusammen haben. So, hier haben wir das Eisen, dann machen wir mal eben zwei Stück hier. So, und dann nehmen wir hier natürlich Holz nochmal. Dann machen wir uns natürlich nochmal ein paar Sticks von. So, zack. Und dann gehen wir hin und machen den hier. So, sehr schön. Hä? Warum bewegen sich die Kisten, wenn ich hier ins Interface gehe? Egal. Eigentlich brauchen wir das gar nicht so machen, ne? Fällt mir gerade ein. Wir könnten ja direkt loslegen und uns Redstone Seeds schon machen. Die will ich ja sowieso. Die Farbseeds, die sind jetzt erstmal am Anfang gar nicht so wichtig. Ich will ja erstmal darauf kommen, dass ich zum Beispiel so Redstone-Seeds machen kann. Ja, das ist eine gute Idee. Da müssen wir einmal einen Redstone-Ohr hier drunter knallen. Da können wir jetzt erstmal das hier wieder abernten. Ja, da müssen wir jetzt ein Redstone-Ohr herstellen. Da ist natürlich jetzt die Frage, wie funktioniert das? Das habe ich noch nicht gemacht, Leute. Müssen wir mal eben schauen. Cracked Stone Bricks, okay. Und dann im Induction-Smelter mit... Ah, okay. Relativ easy. Sollten wir hinbekommen, Leute. Gar kein Thema. Zack. Sehr schön. Gut, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg. Vorher natürlich hier erstmal noch das Inventar vernünftig leeren. So. Erstmal schnell was snacken. Dann kann ich mal eben ganz kurz schauen. Wie macht man denn hier diese Seed-Dinger? Okay, da müssen wir einfach nur ordentlich Holz am Start haben. Weil dann würde ich sagen, dann stellen wir nämlich jetzt ganz viele von diesen Seed-Kisten her. Damit wir die einfach haben und da alles schön reinpacken können, ja. So. Zack. Und ja, okay, das passt schon mal. Da können wir 8 Stück dann machen. Mal ganz kurz schauen, wo haben wir das Eisen jetzt? Hier, da haben wir es. So, dann hauen wir das nämlich da rein. Dann machen wir hier
Und dann hier und hier. Zack. Zack, zack. Sehr schön. So, und dann hauen wir die nämlich jetzt hier schön nebeneinander. Eine Kiste nach der anderen. So, und dann sortiere ich da nämlich die ganzen... Kann man die nicht da reinpacken? Ja. Ach so, die sind noch unidentifiziert. Das ist das Problem. Die sind noch nicht identifiziert, die Seeds. So, und jetzt kann ich die reinpacken, ne? Ja, jetzt kann ich die reinpacken. Sehr schön. Das machen wir jetzt nämlich die ganze Zeit dann so. Dann werden wir jetzt nämlich hier ein Seed nach dem anderen identifizieren. So, zack. Ja, das sind nämlich auch stärkere bei. Seht ihr ja? Und dann können wir die nämlich da in diese Kisten reinknallen. Und dann habe ich wieder mehr Platz. Und dann ist dann natürlich auch ein bisschen übersichtlicher. Funktioniert das eigentlich, dass man so eine Kiste abbaut und, ja, okay, der droppt die dann. Okay, der droppt die dann. Das heißt, wenn ich die irgendwann mal anfange umzubauen, sollte ich natürlich Platz im Inventar haben. Muss ich mir dann merken. So, zack, 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 zack. So, dann nehmen wir die ganzen blauen. Packen die hier erstmal rein, damit die hier durchzwirbeln, ne? Sehr schön. Das ist natürlich auch so eine Aufgabe, die muss halt erledigt werden, Leute. Aber so macht das Vorproduzieren dann auch richtig Spaß, wenn man dann so informative Sachen hat, bei denen man dann nebenbei mit euch quatschen kann und ihr habt die ganze Zeit auch irgendwas, was ihr beobachten und anschauen könnt. Gehört natürlich dann auch dazu, das ist sehr wichtig. So, zack, und dann hauen wir hier jetzt nämlich die ganzen weißen Dinger rein. Sehr schön, und lassen die durch. Und ja, heute, das war auf jeden Fall eine super, super erfolgreiche Folge. Wir haben heute die ganzen Farben fertig bekommen. Die sind nämlich einfach ultra wichtig. Wir brauchen die halt auch zum Beispiel, um die ganzen Botania-Sachen fertig zu machen. Denn das werde ich ja jetzt parallel dann noch hochziehen. Und dann müssen wir mal gucken. Und dann werde ich natürlich die ganzen Erze-Dinger auch noch hochziehen. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. So, zack, 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 zack. Dann kommen hier die weißen rein. Sehr schön. So, dann haben wir jetzt hier die roten. Die gehen wir auch noch schnell durch. Oh. Oh, das wird schnell gehen. Sehr schön, weil davon haben wir noch nicht so viele. Oder eher gesagt, sehr viele gleiche. So, und das ist genauso auch hier mit denen. Da können wir auch dann schön schnell alle durchziehen und haben die dann fertig. Sehr schön. Also da müssen wir auf jeden Fall hier oben was richtig Großes hinbauen mit ganz, ganz vielen Feldern und so. Das muss alles schön automatisiert werden am Ende. Ich glaube, eine Kiste müssten wir sogar noch machen. Wir haben eine zu wenig, ne? Hier fehlt ja eine Farbe. Ansonsten brauche ich gar keine Kiste mehr danach. Ja, dann machen wir noch schnell eine fertig. So, zack und dann zack. So, dann kommen die beiden so und so und so und so. Zack, sehr schön. Dann haben wir für unsere letzte Farbe auch noch eine Kiste. Und dann passt das Ganze ja. Sehr schön. So, und dann werden wir hingehen. Dann hauen wir jetzt hier oben erstmal das ganze Holz noch rein. Lassen das erstmal automatisch hier sortieren. Dann kommt das hier rein und dann hauen wir hier noch Sand rein und dann mache ich mich mal schnell, wirklich schnell auf den Weg, denn die Zeit, die läuft uns ja quasi davon. Das ist das Schlimme, wenn man so produktiv ist, dann geht die Zeit immer so rasant um, das ist echt nicht mehr normal und ja, dann kriegt man nämlich nichts mehr gebacken nach einer Zeit oder ja, die Folge ist schon vorbei und man hat noch so viel zu tun. Ich würde am liebsten jetzt alle Erze-Dinger fertig machen, aber... Ich mache maximal jetzt 20 Minuten erstmal eine Folge, weil sonst ist das auch zu lang einfach pro Folge, finde ich. Und ja, wir müssen jetzt mal gucken, wie ich diese Cracked-Dinger herstelle, ne? Da müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal einmal einen Hammer uns holen. Da werde ich bestimmt hier unten einen drinne haben. Und wir hatten ja noch Bricks, hatte ich ja gesehen. Der hat hier auch selber wieder reingetan, hier drinne. Haben wir hier einen Hammer? Nein. Okay, dann stelle ich mir jetzt gleich schnell einen her. So, hier haben wir einen Brick. So, dann brauchen wir das, das, das. Genau. Dann brauche ich hier zwei. Und. So, dann machen wir so und so und so und so. Zack. Dann hauen wir uns den hier hin. Den machen wir da. So. Bauen wir den ab. Genau, sehr schön. Jetzt haben wir einen verstörten davon. So, 8 Redstone. Die haben wir auch am Stissel. So, und dann gehen wir jetzt mal schnell zu unserem Induction Smelter. Der hat ja auf jeden Fall immer ordentlich Power. Können wir nämlich direkt loslegen hier. So, zack, dann kommt das Ding dahin und dann kommen die 8 Redstone rein. So, und der müsste jetzt eigentlich quasi ein Redstone herstellen. Mal eben kurz schauen. Induction Smelter, ja. Redstone und das. Warum macht er das nicht? Cracked Stone Brick. Mal ganz kurz schauen. Cracked Stone Brick, 8 Redstone. Ah. Irgendwas stimmt hier, glaube ich, nicht.
Warum funktionierst du denn jetzt nicht? Hast du keine Lust oder was ist los? Induction Smelter, Basic, ne? Braucht man dafür den besseren? Kann das sein? Ganz kurz schauen. Induction Smelter. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Aber wir könnten auch über den Assembly... Ah, okay, nee, das geht nicht. Rob Produce. Nee. Das will ich nicht. Melting, nein, das auch nicht. Ich muss das im Induction Smelter machen. Ja. Verstehe ich nicht, warum das nicht klappt. Das verstehe ich echt gerade wirklich überhaupt nicht, Leute. Irgendwas habe ich hier, glaube ich, falsch eingestellt oder so. Da muss ich nochmal schauen. Keine Ahnung, warum das nicht klappt, Leute. Das kann ich euch gerade echt überhaupt nicht beantworten. Okay. Vielleicht muss ich hier irgendwas umstellen. Mal gucken, so. Das weiß ich ehrlich nicht, Leute. Da werde ich dann mal gucken zur nächsten Folge, dass ich dann mal schaue, was ich hier verkehrt mache. Ihr könnt es mir auch zur Not in die Kommentare schreiben, weil eigentlich ist alles richtig soweit, ne? Okay, muss ich dann mal schauen, was ich da ändern muss. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder von Minecraft Sky. Ich bin natürlich heute schon mal ziemlich weit gekommen. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ja, könnt ihr ja gerne ein Däumchen nach oben da lassen und einen netten Kommentar. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann auch gerne ein Abo. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.